Während der Zeit des Einzeltrainings hatte Athletikcoach Marco Angela eine ganz besondere Verantwortung in der Trainingsplanung und Trainingssteuerung. Wie sich diese Phase vom normalen Trainingsbetrieb unterscheidet, das erzählt er uns jetzt. Individuelles Training ist im Teamsport grundsätzlich schwierig, dass man auf jeden Spieler einzeln eingeht, aber eine gewisse Individualisierung ist trotzdem möglich und ich denke, das ist auch unsere Pflicht, die Spieler so individuell und so gut wie möglich zu betreuen. Im Heimprogramm war es dann einfach die Challenge, dass wir ein gutes Programm entwickeln, das wirklich die Spieler einfach vorbereitet auf den Tag X, das abwechslungsreich ist, das fordernd ist, im Prinzip auch die Belastungen von einem Fußballspiel simuliert. Auch die erste Trainingswoche hat gezeigt, mit keinen Verletzungen, dass wir eigentlich so die richtigen Entscheidungen getroffen haben im Trainerteam. Der erste Eindruck, muss ich sagen, ist sehr positiv. Allein wenn man die Jungs sieht und allein wenn man die Trainingsleistung sieht, wie sie sich am Platz dann präsentiert haben. Im Kleingruppentraining leitet jedes Mitglied des Trainerteams eine eigene Gruppe. Ein großer Vorteil dabei ist, dass das Trainerteam von Austria Wien sehr breit aufgestellt ist. So war Cheftrainer Christian Ilzer früher selbst Fitnesstrainer im Unter-19-Nationalteam. Marco Angela wiederum hat seine eigenen Erfahrungen gesammelt. Natürlich eine Herausforderung, ein Fußballtraining zu leiten. Ist mir trotzdem zugute gekommen, dass ich früher selber einmal Profifußballer war. Trotzdem eine neue Situation, auf die man sich wieder schnell einstellen muss. Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das innerhalb unserer Trainingsgruppe ganz gut gelöst. Spaß gehabt im Training und die Jungs haben trotzdem richtig Gas gegeben. Also so, wie man sich eigentlich vorstellt als Trainer. Der Weltverband FIFA will den Teams nun wegen der Coronavirus-Krise vorübergehend bis zu 5 statt 3 Auswechslungen pro Match erlauben. Eine Idee, der Marco Angela sehr viel abgewinnen kann. Für diese Situation, muss ich sagen, wäre es vielleicht sogar der richtige Schritt. Ich kann es mir aktuell noch nicht ganz vorstellen, dass das wirklich umgesetzt wird. Aber rein von der Logik her würde es definitiv Sinn machen. Ja, wir waren jetzt 6 Wochen ohne Mannschaftstraining unterwegs. Ich glaube, kein Fußballer hat in den letzten 10, 15 Jahren so lange Pause gehabt. Deswegen ist es umso entscheidender, dass wir jetzt im Training die Belastung richtig steuern. Und natürlich auch in den Spielen, wenn wir dann die Möglichkeit hätten, zweimal öfters zu wechseln, würde uns das natürlich auch wieder mehr Möglichkeiten geben, klar. Die Pause wurde von dem einen oder anderen Spieler auch genutzt, um kleinere Blessuren auszukurieren. Jeder Spieler, wie du sagst, hat irgendwelche Kleinigkeiten, an denen er laboriert, die prinzipiell eigentlich alle im Griff sind, aber die trotzdem einfach immer wieder mal auftreten. Und eine Pause ist immer dazu da, dass man sich jetzt körperlich und geistig natürlich erholt. Und so wie es jetzt war in den letzten 6 Wochen, aber auch an seinen Defiziten arbeiten kann. Ich denke, die Jungs haben das gut genützt. Also sie haben die Kleinigkeiten auskuriert und haben auch wirklich an ihren Schwächen gearbeitet, haben sie verbessert und machen im Prinzip alle einen richtig guten Eindruck. Es hat jetzt im Rückblick, fast schon im Rückblick, ein bisschen trotzdem getaugt, dass du jetzt ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehst? Oder freust du dich dann wieder, wenn es vielleicht ein bisschen mehr in die zweite Reihe geht? Also grundsätzlich, mein Job macht mir riesen Spaß und ich versuche jeden Tag, dass ich gute Arbeit leiste. Jetzt in den letzten 6 Wochen ist meine Arbeit ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, obwohl für mich natürlich immer die Spieler zählen. Ja. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass ich mich da irgendwie rühmen kann, sondern ich möchte das bestmöglich einfach für meine Jungs anbieten und rausholen und dementsprechend passt so, wie es ist. Also jetzt kommen wieder andere mehr in den Fokus und mit dem kann ich auch gut leben, das ist vollkommen okay.